gleich hier auf unsere Bühne hole. Ich spreche mal kurz in Zahlen. 12 Millionen Abonnenten auf Instagram. 21 Millionen Menschen haben auf YouTube die Debüt-Single angeklickt. 24 Millionen Follower auf Musical.ly und sie sind gerade mal 15 Jahre alt. Ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Lisa und Lena. Die zwei haben eine Mega-Turbo-Karriere hingelegt. Komm, wir setzen uns mal hier hin. Ich habe hier schon zwei Mikros für euch vorbereitet. Sehr gut. Ihr habt eine Mega-Karriere hingelegt und jetzt habt ihr euch auch noch einen eigenen Traum erfüllt, nämlich eure erste Modelinie. Wir wollen jetzt da gleich in Ruhe drüber reden. Jetzt wollte ich erst mal fragen. Ihr habt vor 2 Jahren mit Musical.ly gestartet. Hättet ihr euch vorstellen können, dass das in diese Richtung schießt? Mit Single, mit Awards, mit eigener Fashionlinie? Nein. Nee. Nein, gar nicht. Also es ist krass und wir sind auch euch dankbar, dass wir heute auch hier sein können. Deswegen danke an euch wirklich. Dankeschön. Moment. Jetzt habt ihr eure Fashion-Brand gelauncht. Erzählt mir mal, wie seid ihr darauf gekommen? Was war die Idee? War das schon immer ein Traum von euch? Wolltet ihr das schon immer machen? Ja, also ich muss sagen, es war schon immer ein Traum. Ich wollte eigentlich auch mal Modedesign studieren. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Hefte, diese Topmodel-Hefte, wo man malen kann? Ja. Da haben wir früher echt immer gemalt. Ich wollte auch selber schon eine Marke haben. Ich glaube, ich habe die Stylantic oder so genannt. Und dann haben wir einfach, ja, das Geld haben wir einfach die Chance bekommen. Ja, wir haben auch die Ehre, mit zwei coolen Designern zusammenzuarbeiten. Die machen riesige Kleider zusammen und mit Warner zusammen. Und die haben wirklich unseren Traum, unsere eigene Marke zu machen. Und wir sind echt froh. Ja, da könnt ihr auch sehr, sehr stolz drauf sein, oder? Was sagt ihr dazu? Jetzt heißt eure Kollektion Gimo 71. Bevor wir jetzt über den Style und die Kollektion reden, wie kamt ihr auf den Namen? Also ich muss zugeben, es war echt schwer, einen Namen zu finden, der auch den es noch nicht gibt. Und wir wollten aber auch einen Namen, der zu uns passt, der was mit uns zu tun hat. Und dann, Gimo. Gimo heißt Zwilling auf Hatianisch. Und die 71 ist die 17 umgedreht, weil wir haben nämlich am 17. Juni Geburtstag. Und die 1 und das Auge bedeutet eineigig, weil wir eineigige Zwillinge sind. Ja. Habt ihr einen Trick, wie man euch erkennt? Ist das gar, fragen das nicht oft die Fans? Ich meine, wenn man euch länger kennt, dann weiß man ganz genau, die eine sieht so aus und die andere so. Was erklärt ihr so Fans, die neu dazukommen, wie man euch auseinanderhält? Also ich bin cooler und größer und ich habe einen Leberfleck unter meiner Augenbrauen und man sieht es nicht, weil ich die Mütze anhabe. Aber ich muss auch sagen, wir sind vom Charakter her echt unterschiedlich. Ja. Und zwar? Also ich glaube, ich bin ein bisschen offener. Ich bin ein bisschen schüchtern manchmal. Genau. Aber ich arbeite daran. Und dann noch andere Interessen manchmal. Also, ja, Lena hat mal Fußball gespielt und so, wir sind halt nicht die gleichen Personen, was viele manchmal vergessen, weil wir sind eben zwei unterschiedliche Menschen auch. Deswegen unterscheiden wir uns auch total. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu eurer Fashion-Linie. Wie würdet ihr denn den Style von Gimo 71 beschreiben? Was hat euch da inspiriert? Ich glaube, den amerikanischen Style, der inspiriert uns echt, weil wir finden den echt cool. Und so ein bisschen American, Miami und gechillt und cool, was Neues. Und Farbe reinbringen. Genau. Weil wir sind alle jung und ich glaube, wir können gut Farbe tragen und es macht auch gute Laune, finde ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht das typische Gimo 71 Girl aus? Mit einem riesen Auge, da sehe ich schon eine mit Gimo Pulli. Mit einem riesen Auge, glaube ich. Ein Gimo Auge drauf. Ja. Also süße Mädels, jung, kindisch, happy. Genau. Macht ihr auch mal was für Jungs? Oh, also es gibt ein paar Teile, die Jungs auch tragen können, aber in der nächsten Kollektion, also jetzt nicht die, wo jetzt kommt, sondern die darauf, da sind nochmal mehr Jungs-Sachen auch dabei. Ja, cool, okay. Jetzt, wie lasst ihr euch denn inspirieren? Habt ihr selber auch Style-Vorbilder, also Influencer, denen ihr folgt oder Stars, die ihr cool findet, wo ihr den Style feiert? Ich glaube, so krasse Vorbilder haben wir jetzt nicht, aber ich meine, man sieht ja andere Leute, wir waren jetzt auch in Asien und da ist die Fashion hammermäßig cool und dann sieht man schon auch Sachen und lässt sich echt inspirieren und selber hast du keine Ideen, wenn du mal was siehst auf der Straße und denkst, hey, das kann ich doch irgendwie mit einem Pulli verbinden. Und ich denke, so kommen Ideen. Ja. Und alles auch zufällig. Ist auch gut, dass wir zu zweit sind, weil immer eine hat eine kleine Idee und die... Ah, da sieht man schon ein bisschen was. Gimo 71. Ja.
sehr cool. Da sieht man euch auch beim Shooting. Das war in Miami, oder? Ja. Und es war so heiß. Also das war echt krass. Man sieht es zwar, glaube ich, nicht, aber wir haben so geschwitzt. Also Miami ist so heiß. Ist krass. Aber hat es euch gefallen? Ja, total. Also die Sachen sind auf jeden Fall mega, mega cool und sehen auch total bequem und kuschelig aus, obwohl sie cool aussehen. Das gibt es ja selten. Dankeschön. Jetzt, was sind denn eure Lieblingsteile aus der Kollektion? Gibt es von jedem von euch ein Teil, was ihr sagt, das ist mein Favorite, weil vielleicht habe ich da mehr Input reingegeben? Oh, ich glaube, es liegt nicht am Input. Ich glaube einfach, die sind alle so unterschiedlich, das ist echt schwer zu sagen. Aber ich finde den orangenen Pulli mit dem Riesenauge echt cool, weil er einfach so rauschlicht. Und die Anzüge, weil ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, wir tanzen und die Anzüge sind einfach so gut zum Tanzen, ich ziehe die auch echt jedes Mal an, also die finde ich auch total der Hammer, ja. Cool, sehr, sehr cool. Jetzt gibt es euch ja eigentlich nur im Doppelpack so, ihr seid ständig zu zweit unterwegs, ihr tragt dieselben Sachen. Ist man sich da immer einig, wenn es um den Klamottenstyle geht und auch gerade bei der Kollektion? Gute Frage. Nee, nicht immer. Ich muss schon sagen, manchmal hat Lisa eine Idee, die finde ich dann nicht so cool. Und dann machen wir auch Xing Shang Shang oder werfen die Münze oder so. Oder die Mama oder der Papa muss dann und muss dann. So, ja, das hilft ein bisschen. Und manchmal brauchen wir auch Hilfe. Ja. Man ist sich halt nicht immer einig. Teilt ihr euch einen Kleiderschrank? Nein. Also bitte. Ihr habt bestimmt so einen gemeinsamen, wo jedes T-Shirt zweimal drin hängt wie eine Hose, ja? Aber trotzdem haben wir auch noch ein einzelnes. Ja. Okay, also im Alltag lauft ihr nicht immer gleich rum? Nein. Nee, nicht also, immer. Also, wir sind gerade auf dem Event schon gleich, aber im Alltag sind wir nicht immer gleich, weil ich glaube, es wäre auch schwierig. Man will halt auch mal was anderes anziehen, die andere will das gerade nicht anziehen und dann, nee. Wie sieht denn euer Alltag aus, wenn ihr es gerade ansprecht? Ihr habt ja die Schule, glaube ich, abgeschlossen. Ja, mit dem Abschluss. Wie sieht der typische Lisa-Lena-Alltag aus? Also, wir gehen ja jetzt zu einer Dance-Akademie. Also, wir tanzen recht viel. Also, wir haben eigentlich immer in der ersten Stunde Ballett. Morgens gleich? Ja. Also, das ist halt wie eine Schule, nur mit Tanzfächern. Aber wir haben auch Methodik, Wirtschaft und sowas. Ja, ja. Und danach heim. Und dann irgendwas machen, Musik, die drehen oder Bilder machen oder... Ja, ganz unterschiedlich eigentlich. Also ich glaube, wir haben nicht einen Tag, der gleich ist. Nee, wir sind eher spontan. Ja. Ja, ihr habt ja auch eine sau aufregende Zeit. Wir haben uns vor zwei Tagen noch beim Bambi gesehen. Ja, jetzt hier. Ja. Ihr seid ja auch sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Bei dem Ganzen, was ihr macht, was ist euch denn am wichtigsten? Ist es die Musik, ist es die Mode oder sind es die Fans? Die Fans. Ja. Weil ich muss echt sagen, ohne euch hätten wir ja alles gar nicht. Ich meine, ich bin auch jetzt der wichtigste Part in allem und deswegen sind wir euch auch so dankbar, dass ihr auch heute hier seid, weil wir haben echt Respekt, auch dass ihr uns hilft, auch wenn wir mal ein Problem haben. Das schreibt ihr auch mit uns, dafür sind wir echt dankbar. Ja. Und was uns auch wichtig ist, ist... Was uns auch echt wichtig ist, ist Messages weitergeben, wie Be Yourself oder Lächeln, Smile und so weiter. Es ist halt auch wichtig, ist mit dem ganzen, mit der ganzen Reichweite, die wir haben, auch Sachen weiterzugeben. Weil ich weiß, wir sind Mädchen und Mädchen haben manchmal ein paar Probleme. Mädchen, kennt ihr das? Ja? Und vielleicht wissen es die Jungs nicht, aber wir Mädchen, manchmal brauchen wir echt jemanden zum Reden. Und wir brauchen auch euch zum Reden. Und ihr braucht vielleicht manchmal auch uns, dann ist es cool, sich irgendwie so auszutauschen. Sehr cool, dafür sind eure Fans auf jeden Fall da. Und ich würde sagen, Fans ist auch ein gutes Stichwort. Maurice kommt jetzt nämlich mal zu uns auf die Bühne. Genau, Fans ist das richtige Stichwort. Steht mal auf, Lisa und Lena, denn wir wollen euch, den Fans, ja die Möglichkeit geben, das zu machen mit Lisa und Lena, dass die beiden am besten können, nämlich Musical.ly's aufnehmen. Und wir haben gemeinsam mit unseren Medienpartnern Taff und Mädchen vor der Stylorama ein Gewinnspiel gehabt und haben dazu aufgerufen, dass ihr mitmacht. Gemeinsam könnt ihr nämlich jetzt ein Musical.ly mit Lisa und Lena gewinnen. Die Gewinnerinnen stehen schon parat quasi, sind nervös und machen genau das jetzt hier auf der Mainstage. Bevor wir die raufholen, die 20 Gewinnerinnen und Gewinner... Wir holen die Gewinner hoch und dann gehen die da hinten hin, weil die wollen ein bisschen ungestört sein. Ach so, okay. Aber ich würde sagen, wir spannen die Gewinner nicht länger auf die Folter, oder? Wir holen sie mal hoch, damit ihr euch mal schon mal kennenlernen könnt und dann... Wo sind sie denn? Die Gewinnerinnen und Gewinner, kommt auf die Bühne. Kommt doch. Da ein Junge dabei. Ja. Wie fühlt sich das eigentlich für euch an, immer wenn ihr eure Fans trefft, Lisa und Lena? Sag mal jetzt so unsere Leute. Es ist krass, und man lernt immer neue Leute kennen. Wie fühlt sich's an für dich jetzt hier oben? Schön. Ja.
findest du so toll an Lisa und Lena? Dass sie einfach sympathisch sind. Ja. Warum bist du so ein großer Lisa und Lena-Fan? Ich finde es einfach cool, sie sind so synchron und sie kriegen das so toll hin. Und das wird wohl total schwesterlich sein. Ich finde sie einfach total cool. Macht ihr zu Hause auch Musical.ly? Ja, also ab und zu mal schon, ne? Cool. Also ich würde sagen, damit ihr euch ganz viel Zeit nehmen könnt für euer Musical.ly, geht ihr mit Lisa und Lena gleich mal hinter die Bühnen. Können wir ein Foto machen? Wollt ihr mir das Foto machen? Ein Gruppenfoto alle zusammen? Ja? Ja? Okay. Dann kommen wir in die Mitte. Ja. Gehen wir alle hin. Stellt euch mal alle zusammen. Gehen alle dann vor uns. Größe. Ihr seid alle auch mit drauf. Wir können euch mal eine Pose machen. Und ihr müsst alle die Hände nach oben machen, damit das auch richtig gut aussieht auf diesem Selfie. Also. Yeah, danke schön. Und ich nehme jetzt Lisa und Lena und die Gewinnerin mit. Wir gehen hinter die Bühne, machen das Musical.ly. Kommt mit. Und Vivi, wir lassen dich einfach hier auf der Bühne stehen. Oder? Wir sind ganz alleine. Ein riesengroßes Dankeschön an euch, Lisa, Lena. Vielen Dank an euch Fans, ganz viel Spaß. Genau, Selfie macht ihr jetzt gleich hinter der Bühne. Natürlich könnt ihr euch auch noch ein bisschen inspirieren lassen von der Kollektion. Die gibt es da hinten, in unserem Brand Village. Und wir haben da ja noch mehr Mode für euch. Da verwandeln wir nämlich die Bühne hier wieder in einen kleinen Catwalk. Deswegen, ich freue mich auf euch. Bis gleich und ganz viel Spaß. Tobt euch aus. Bis gleich.